Also hallo, ich werde euch heute Processing zeigen. Das ist eine sehr gute Programmiersprache, besonders für Grafiken. Können wir uns gleich hier auf der Entwickler-Homepage runterladen. Bevor wir es allerdings unter Linux installieren können, müssen wir uns noch Java runterladen. Das bekommt man hier unter Ubuntu Users, hier bei Wiki Java Installation. So, und hier können wir gleich in ein Class-Tutorial einsteigen. Es ist der einzige Nachteil, es ist auf Englisch. Und hier haben wir gleich einige Beispiele. Hier werde ich gleich das Beispiel nehmen. Das können wir einfach kopieren. Dann da unter Processing. Und um Processing ausführen zu können unter Linux, müssen wir es noch ausführbar machen. Das macht man unter Zugriffsrechte und da Datei als Programm ausführen. So, dann haben wir Processing. So schaut das hier aus. Dann nur noch reinkopieren den Code. Bei Processing ist gerade die Einrückungsfehler, stört Processing nicht. Und dann können wir es gleich ausführen. So, mit dem simplen Programm können wir hier jetzt schon Linien zeichnen, die einfach nur meinem Mauszeiger folgen. Sobald ich klicke, ändert sich der Hintergrund und es kommen die Linien, werden auch gelöscht. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja.